einen Schweden, mit dem eigentlich keiner mehr so richtig gerechnet hat. Denn der ist schon 38 Jahre alt und hat so ziemlich alles gewonnen, was man nur gewinnen kann. Jan-Ove Waldner heißt er. Und den können wir uns jetzt mal ein bisschen näher anschauen. Denn der sorgt auch mit seinem gleichaltrigen Partner im Doppel für Furore. Und zwar trafen diese beiden alten Schweden jetzt auf zwei jüngere Dänen. Mehr von Roman Bonnier. Das sind die alten Schweden. Links der blonde Mann Jürgen Persson und hinten dran Jan-Ove Waldner. Das Tischtennis-Genie, der Mozart des Tischtennissports. Es gibt viele Superlative über ihn. Der beste Spieler aller Zeiten, ohne Zweifel. Aber die Schweden hatten Probleme in diesem ersten Durchgang gegen Michael Mays und Finn Toprell. Hinten im Hintergrund Mays, der Linkshänder, spielt für Düsseldorf in der Bundesliga. Zusammen mit Finn Tuckwell, auch er schon in Deutschland gespielt, im Moment in Frankreich aktiv. Die jungen Dänen, ein sehr gut eingespieltes Doppel vor 4 Jahren. Bei den Spielen von Sydney kamen sie immerhin bis ins Achtelfinale. Und die beiden hatten gestern für den ersten Paukenschlag des Turniers gesorgt, als sie Kong Ling Hui und Wang Hao ausschalteten, das chinesische Doppel Nummer 2. Da waren sie krasse Außenseiter und gewannen am Ende mit 4:1. Aber die Dänen besser. Peter Sterneborg, der schwedische Nationaltrainer, nicht ganz zufrieden mit der Leistung seiner Oldies. Von der Kante ins Aus und der erste Durchgang überraschend an die beiden Dänen. Die hatten gestern auch eine starke Leistung gezeigt. Zunächst einmal 2 Nigerianer bezwungen und dann Karl Jindrak und Werner Schlager ein Weltklasse-Doppel bezwungen. Also die harmonieren schon gut miteinander, spielen seit der Jugendzeit immer wieder auch bei Europameisterschaften mit. Der zweite Durchgang dann besser für die Schweden, den gewannen sie mit 11:8. Wir gehen in den dritten Satz. Jetzt gewann das Spiel an Klasse. Wunderbar gesetzt, der letzte Ball in die tiefe Rückhand von Tuckwell, der den Ball deshalb nicht mehr retournieren kann. Von 1989 bis 1993 wurde Schweden dreimal hintereinander Mannschaftsweltmeister. Er hat damals schon die Chinesen vom Thron gestoßen. Und als schon niemand mehr damit rechnete im Jahr 2000, noch einmal, da war es der großgewachsene 1,86 große Jürgen Persson, der damals 2 Punkte gegen China machte. Und vor 4 Jahren holten sie sich dann zum 4. Mal den Weltmeistertitel nach Schweden. Beide spielen in Deutschland in Blüderhausen in der Bundesliga. Und jetzt schien es besser zu laufen. 4:3 für Waldner und Persson. Immer wieder die Zeichensprache unter dem Tisch. Da wird dem Mitspieler gezeigt, welchen Aufschlag man spielt, mit welcher Rotation, damit er sich ungefähr auf die Antwort der Gegner einstellen kann. Er war der umjubelte Star gestern, Jan-Ove Waldner, als er Ma Lin ausschaltete, die Nummer 2 Chinas. Keiner hatte ihm das mehr zugetraut. Er ist nicht mehr so beweglich wie früher. Das Gesicht ist ein bisschen runder geworden. Aber er hat ein unglaubliches Ballgefühl, so wie kein anderer Spieler auf der Welt. Und trotzdem, auch ein Waldner macht Fehler. Und wieder einer dieser starken Ballwechsel, die Schweden in der Defensive. Und dann ist er doch einen Schritt zu langsam, Jan-Ove Waldner. Die Dänen wurden wieder stärker. Zehn zu acht, 2 Satzbälle für die Außenseiter und sie nutzen gleich den ersten. Peter Saatz, der dänische Nationalcoach, natürlich sehr zufrieden. Und dann Schrecksekunde in der Ecke der Schweden. Jan-Ove Waldner ging zu Boden
Die Dänen wussten zunächst nicht, was los war, aber es waren Rückenprobleme, die ihn quälten. Er musste behandelt werden. Trotzdem, die Anforderung der Fans war da, auch wenn die Dänen immer stärker wurden. Sie führten jetzt mit 3:1 nach Sätzen, hatten den vierten mit 12:10 gewonnen und jetzt 2 Satzbälle wieder für die Schweden. Auszeit noch einmal kurze Zeit zum Überlegen. Nur noch ein Satzball für die Schweden und auf der anderen Seite brauchen die Dänen nur noch 3, um hier die Überraschung zu schaffen. Ein guter Return von Tuckwell auf den Aufschlag von Jan-Ove Waldner und Ausgleich. Sie haben alle Situationen schon durchgemacht in ihrer Karriere. Und ein relativ leichter Fehler von Jan-Ove Waldner und damit Matchball für Mikael Mays und Finn Tokko. Skandinavisches Duell auf den Ringen. Gestern jubelten sie vereint für Waldner gegen China. Jetzt die Entscheidung. Und erneut ein Fehler von Jan-Ove Waldner. Kein Vergleich zum Spiel von gestern. Er konnte nie an die Leistung des Vortages anknüpfen. Ob es nun der Rücken war oder was auch immer. Die Schweden scheiden aus. Die jungen Dänen setzen sich hier durch und spielen nun im Halbfinale des Olympischen Tischtennisturniers gegen das beste chinesische Doppel Chen Shi und Ma Lin. Jan-Ove Waldner wird morgen Abend um 20 Uhr wieder an den Tisch gehen im Viertelfinale gegen Timo Boll. Natürlich wollen wir ihm nichts Böses wünschen, aber ein Waldner nicht in Vollbesitz seiner Kräfte, das erhöht natürlich die Chancen des Deutschen. Wir werden es sehen. Überraschung zunächst einmal hier im Doppel. Die Schweden sind raus, die Dänen weiter. Und wir machen weiter mit Monika Lianis. So ist es, Roman Bonner. Und wie man unschwer erkennen kann mit Badminton. Denn das ist unschwer erkennbar, ebenfalls ein Badminton-Spiel.